Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich glaube, ich spiele jetzt mit drei Spielern. Ich bin der Killer übrigens. Ich bin der Trapper, also der Fallenleger. Was das ist, seht ihr gleich. Obwohl, ich habe ja mal eine Killer-Vorstellung gemacht. Deshalb solltet ihr das eigentlich wissen, was das ist, der Trapper. Ist einfach eine Abkürzung. Eigentlich heißt der Fallenleger, aber man sagt halt Trapper. Ja. So, ich glaube wieder scheiße, deshalb hier Ladebildschirm. So. Mal schauen, wie ich mich so anstelle als Trapper. Jetzt wisst ihr vermutlich wieder, was das ist, wer das ist. Er ist relativ schnell und kann Fallen legen. Wir legen hier mal eine. Der leckt aber. Ich liebe einfach den Trapper. Haha. So. Gut, jetzt nehmen wir den hoch und hängen ihn an den lieben neben dem Nachbar, den Haken. Und dann schauen wir gleich, ob das Teammates sind oder nicht. So. Eine Falle, die wir nehmen könnten. Es ist gerade keine Falle in der Nähe, doch hier oben. Ja, nimmt ihn schon runter. Alles klar. Nice. So. Sind ja auch noch drei Spieler. Wir haben einen riesen Vorteil. Ups. Dann stellen wir hier noch die Falle runter. Gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, das sind ja krasse Dudes. Shit. Das ist ein riesen Problem. Fuck man, der laggt aber auch. Aber man kann schon distinter Dudes. Dann blockt man noch, ja block noch. So komm mach. Genau, das ist jetzt der Nachteil. Jetzt gehen wir einfach zu den Generatoren. Okay, ja, Mann, bis ich dort hinten bin, ist das sicher schon an. So. Und hier war auf jeden Fall einer. Ist die Frage, wo ist er hin? Ja, da ist die Frage, wo ist er hin? Und der andere wurde geheilt, das ist sehr gut.
Hier machen wir den schönen Trick. Den kennt eigentlich jeder. Die Falle sollte jeder kennen, aber sind also auch so wieder die Dudes. Kennt sowieso niemand. Hier hinten, nee, das ist keine Falle. Schade. Die wollte ich schon nehmen. Gut, hier ist auch niemand. Ist auch niemand. Kann man immer so Schlangenlinie machen. Ist auch niemand. Ey, müssen wir Generatoren. Was sind denn da für Teams? Was ist denn da hinten? Ja, ist es umso besser. Hinten liegt ja die eine Falle. Dann nehmen wir die schnell auf. Die haben wir doch die Ente gelegt, oder? Sind wir schon wieder hier. Lol, die Map ist ja klein. So. Alles klar, gut, dann gehen wir dorthin. Oh mein Gott! Komm schon! Ha! Schön, 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 schön. Jetzt kein Haken, das ist eine Kacke. Doch hier hinten. Geht das? Geht das, bitte, geht das? Geht. Mein Gott. Das Team ist so geil. Ich liebe das Team einfach. Bestes Team ever. Oh man. Ist aber auch einfach gegangen. Schön, schöne Runde, auf jeden Fall. Ja, gut, drei Leute ist echt gemein eigentlich. Normalerweise wären es ja vier. Ah, so. Wow, nice. Das war wirklich eine gute Runde. Potato, es ist hier. Ah, gut. Oh. Aber hat am meisten gekriegt, dieser Kirozin oder so, wie er heißt auch immer. So, wie sieht's aus mit der Zeit? Machen wir auf jeden Fall nochmal eine Runde als Trapper.
Ich liebe den einfach so. Hillbilly und Rapper sind wirklich momentan die, die ich am meisten mag. Die sind am meisten. Die sind richtig cool. Wann wird sie voll, die Lobby? Wann wird die Lobby voll? Ist halt immer so, einer fehlt. Einer fehlt immer. Ist immer das Gleiche. Einer fehlt. Aber man kommt ja noch dazu. Übrigens nicht wundern, wenn es vielleicht, ich glaube, ich hoffe nicht, dass es laggt oder sonstige Sachen, weil ich bin momentan noch im Spiel am Runterladen. Und zwar GTA 5. Denn... Ah, das dauert 3 Stunden der Download. Aber naja, dann habe ich es wenigstens. So, kommt noch einer. Ich mach mal akzeptieren, aber... Ich hoffe, es kommt mal noch einer. Aber die letzte, das war wirklich eine lustige Runde, die vorher. Die war wirklich richtig, die war richtig nice. So, aber kommt noch einer. Ach, kommt schon. Zweit weit. Oh. So. Oh. Kommt noch einer. Sie ist so krank. Kann ich mal eine hier auf... keine Ahnung. Wie lange müssen wir jetzt hier noch warten? Ja, das ist auch gegangen. Komm, ich muss vorwärts machen, lassen wir es. Komm, schau. So, machen wir wieder eine neue Lobby. So, jetzt könnte es schneller gehen. Die erste ist schon da. Der zweite, der dritte und der vierte. So, voll und ganz. So schnell kann es eigentlich normalerweise gehen. So, noch zwei. Akzeptieren und dann können wir loslegen. Aber das sind ja die, die ich machen, weil die das nicht kapieren und selbst. Sicher der Zweite, der nicht akzeptiert hat, hier der Mann. Sind wir Zweite, ich sag dem Zweite. Er heißt, glaube ich, auch Zweite. Da oben steht ja, das, der heißt ja normalerweise der Fallensteller. Und ja. Hat jetzt wieder. Oh. Ja, jetzt geht es ja dann sowieso so los. Aber wer jetzt lief da, dann fliegt mich raus. Ja, lief niemand. Es geht los. So, okay, das sind wieder mal. Also, sind keine starken Gegner. Weil sie haben keine Perks. Das sind Level 20er. Das Gute ist, wenn man eigentlich ein schlechter Killer ist und nicht levelt,
Dann hat man immer die schlechten Leute, die auch nicht leveln. Und da kann man immer alle besiegen. Na, mal schauen, wie die Runde läuft. So. Gut, geht's jetzt los oder? Weil ich nehme jetzt irgendwie schon 15 Minuten auf und wir geladen. Der Ballerlein. Schön. Das Logo von Dead by Daylight ist übrigens auch richtig cool. Oh nein, die hasse ich. Okay, kacke Map, kacke Leute. Man weiß es ja nicht. So, wir gehen einfach mal in dieses Abenteuer rein. Alles klar, okay, sie sind ja auf dieser Seite gespawnt. Das ist ein Wild. Oh. Alle sind hier einfach. What the hell? Der so schnell hier, der Twight. Ich möchte den Twight haben. Keinen anderen. Hallo. Was? Was? Wie konnte das passieren? Wie konnte das jetzt passieren? Ich habe gedrückt. Oh, er wollte schon sagen. Das könnte jetzt aber nicht sein. Ich hoffe einfach, dass niemand hier ist. Nee. Glück gehabt. Stellen wir hier noch eine Falle. So. Das Komische ist halt, die Leute kapieren es zum Teil einfach nicht, dass man eigentlich könnte hier bei diesem Spiel. Yes. Die Fallen entschärfen, doch der hat es jetzt kapiert, okay. Ne, dann doch nicht kapiert, oh Mann. Was? Ist doch gerade in die Falle gelaufen. Ah, ja, ja. Klar. Was? Überlegt die sich? Ich weiß es nicht, dass die sich überlegt, aber. So. Ich habe einen gehört, egal. Ich höre einen. Wo ist der? Ja. Was? Voll low von dem.
du bleibst da liegen. So. Egal, komm. Bleib dort einfach mal. Aber du liegst hier. Da kannst du zum Haken gehen. Du kannst zum Haken gehen. So, la. Jetzt muss ich hier ein bisschen campen, aber anders ging es halt nicht. Oh, lol. Leute, was seid ihr für Bobs? So, der ist down. Ambrance ist down. Okay, aber eigentlich eine gute Runde, also. So. Dann, wo sind die anderen jetzt hin? Da hinten, ich sehe sie doch. Na und nun? Mich blenden. Du willst mich also blenden, hä? So. Ja, komm, geh da rüber. Oh, ja, ist geschafft. Gut, das wird einfach mal so random. Aber sie sollte dann hier bleiben. Denn ich möchte, dass sie über die... Sie sind ja schon gegangen. Ist hier. Oder ne? Was lol? Ist einfach nur Deko. Ich habe doch keine gelegt, oder? Ich habe keine gelegt. Oh, schade. Hätte ich eigentlich machen sollen. Sollte ich, also hätte ich einen. Nein. Aha! 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 Also das habe ich dann gesehen und gehört. So, haben wir jetzt irgendwo hier in der Nähe einen Haken? Nee, ich kacke. Geht das bitte. Ja, ging. So. Mhm. So. Ist 99, oder? Holt man den jetzt hier runter? Ja, die holt man hier runter. Ah, danke schön. Dann kommst du auch hier ran. So. Die ist da, oh wow. Oh nice. Ja, das ist ja gut. Das ist mega nice. So. Mhm. Dann, haben wir dann die nächste. Die war hier, ich hab's noch gehört. Ist die einzige, die noch nicht verletzt war oder so. Ist glaube auch besser. Jawohl. Jetzt war sie auch verletzt.
Ich weiß eben gar nicht so richtig. Die ist hier reingerannt. Die war hier. Sie ist in den Keller gerannt. Nee, jetzt kein Keller. Shit, wo ist die hin? Oh, jetzt hat sie sich, schon, okay. Und down. Das Gute ist, das ist die letzte. Die letzte, die jetzt eigentlich an den Haken kommt, so richtig. So, du kommst hier hin. Schönes Platz rein. Was auch schon down. Wow. Das war die letzte. Lol, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, und dann nimmt sicher die Luke, oder? Aber jetzt gibt's die Luke. Ist die Frage, was macht sie jetzt? Drei Generatoren oder Luke, die braucht eigentlich die Luke. Wo ist die Luke? Hör die. Hier. Ist der Luke Sound, aber ah, hier. Soll ich jetzt campen vor der Luke, oder? Bis sie einen Generator macht. Ich meine, so weiß ich, wo sie ist. So. Ich schleiche doch irgendwo rum. Ach, die macht sie so spannend. Kann man eigentlich auch, das wäre so nice, wenn man hier in der Luke. Die kommt hier. Ich weiß, dass hier die Luke ist. Die ist in dem Baum. Ja, die ist in dem Baum. Ich warte hier. Aber ich weiß, dass die hier ist. Was ist da hinten noch? Kann man auch immer an den Vögel erkennen. Ja, hallo. Da bringt das nichts. Ich bleibe jetzt hier bei der Luke, bis sie kommt. Also genau wenn sie springt, müssen wir dann halt schlagen. Nicht vorher, genau wenn sie springt. Ach man, die macht es so spannend. Mach doch einfach springen.
Na, spring! Ich weiß es. Boah, mein Herz ist gerade. Ja, komm, spring rein. Nein, ist egal. Sorry. Die weiß es ganz genau, wie sie erwischen. So. Ach, mach jetzt einfach. Was macht die? Macht jetzt noch Punkte, oder was? Muss jetzt durch, bleib hier einfach. Schau mal hier. What? Ich habe sie noch geschlagen. Ja, schade. Ich habe sie aber noch geschlagen. Naja. Das heißt, sie kann nur oder so. Habe sie noch geschlagen während dem Sprung. Die war noch nicht mal da, aber. Gott, das war wieder Dead by Daylight. Die hätte ich jetzt eigentlich gehabt, aber naja. Vielleicht ist das auch gepatcht, ich glaube nicht. War auf jeden Fall eine gute Runde. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, würde ich mich verabschieden. Wenn es gefallen hat, in dieser Folge Dead by Daylight, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt ein nettes Kommentar, aber nicht vergessen, bis bald. Tschüss.